Welchem Druck widersteht ein Fisch, der 100 Meter unter dem Meereswasserspiegel schwimmt, wenn die Dichte des Meerwassers 1025 Kilogramm pro Kubikmeter beträgt? Die Angaben sind, die Höhe beträgt 100 Meter und die Dichte vom Meerwasser beträgt 1025 Kilogramm pro Kubikmeter. Gefragt wird der hydrostatische Druck oder auch der Schweredruck, den man häufig in bar ausdrückt. Um diesen Druck zu berechnen, nutzen wir diese Formel, in der wir als Wert für den Gewichtsfaktor klein g 9,81 Newton pro Kilogramm nehmen. Somit finden wir als hydrostatischen Druck dieses Produkt, das heißt 1.000.525 Pascal. Und da 100.000 Pascal einem Bar entspricht, ist dieser Druck in Bar ausgedrückt ungefähr 10. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, der hydrostatische Druck klein p beträgt ungefähr 10 Bar.